geh mir nicht auf den Nerv mit diesem blöden Hip-Hop-Fleisch. Fahr den auf gar keinen Fall. Und jedes Mal Kirmes, den Nerv nicht auf reklamieren. Bist du einfach nur mal ein Wichs? Ja, zieh vernünftiger über, Mann. Naja, weil ich gesagt habe, ich fahre. Das kannst du auch nochmal ändern. Stimmt. So singen wir. Kannst du mal ausgehen. Wir sind ja nicht irgendwie hier im Mülltonnen-TV. Hey, Aaron! Das ist die peinliche Stelle wieder im Vlog. Spannemann Junior, du hast dich doch den ganzen Tag gefragt, was dein Wenn ich du wäre, wäre. Wenn ich du wäre. Ah, die Christina, die würde ich ja gerne mal ficken, ne? Oh. Ey, das ist nicht gespielt, Mann. Oh, ich hasse Geister, Mann. Ich hasse. Da ist die Anlage, die Soundanlage. Und jetzt kommt so ein Kirmes Markus dahergelaufen und will sich den wegnehmen. Ui. Ui. Ja. Bleib da. Wir sind so geil. Ja, nee, das lassen wir mal. Das war letztes Mal schon so eine Katastrophe. So. Nein, wir sind ja mittlerweile erwachsen geworden, seriös. Herzlich willkommen zu einem neuen, Saisonstart 2018, der gestern stattgefunden hat. aber heute ist ein Tag später. Herzlich willkommen zu einem Paradise Random Shit Vlog vom Vergnügungsparadies. Am Steuer sitzt Philipp Spannemann, den man aber nicht ansprechen darf. Der muss fahren, der muss sich konzentrieren. Hinten haben wir unser spektakuläres Jungrind. Gimmes Junkie und wir sind auf dem Weg nach Frankfurt auf die Dippemess 2018. 18. Genau. Wir haben gestern den Rheinfrühling besucht. Den Rheinfriedhof, Rheinfriedhof, ja. Es war ein komplett verregneter Tag, darum ist uns das Film ein bisschen schwer gefallen. Vielleicht wird man im Nachhinein noch mal einen kleinen Mini-Vlog draus machen können, zaubern können. Zumindest habe ich ein paar Off- und On-Rides im Angebot. Das wird rausgehauen und ein Impressionsvideo. Spannemann hat schon ein Impressionsvideo, das sehr sehenswert ist. Philipp Spannemann hat ein Impressionsvideo, das sehr sehenswert ist. Ich drücke euch alle, ich freue mich auf diese Saison. Die Off-Season war ein bisschen schwierig. Bisschen. Wir haben einen sehr epischen Jahresrückblick gemacht und dort dann Dinge besprochen, wie zum Beispiel das hier. Daher, liebe Grüße, Sandro. Grüße gehen raus. War keine. Ich freue mich auf dein nächstes Fan-Treffen. Das garantiert stattfinden wird und spektakulärer wird als jedes zuvor. Das ich aber wahrscheinlich nicht planen werde. Nee, das werde ich diesmal planen, damit ordentlich was bei rumkommt. Ne? Und wirklich kleine Mädchen dann da stehen. Sandro! Was wir gerade machen? Oder das hier. Ich verarsche ihn mal, aber Sandro ist ein Hit. Sandro war ein Kennenlern-Hit. Oder vielleicht das hier. War auch niemand dabei. Bis auf Kirmesbeats. Letztendlich nie rausgekommen. Warum, weshalb auch immer. Natalie ist im Moment mittlerweile Natalie, meine Achterbahnwelt, spektakulär, taucht jetzt auch in seriösen großen Sakrotan-Werbungen auf, hat ein Kind und macht auch Familienmutter. Ich bin Mutter von drei wundervollen Töchtern und ich möchte euch heute gerne den Sakrotan No Touch Kids Seifenspender vorstellen. 80% der Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen. Nicht jedes Kind wäscht sich gerne die Hände. Ansonsten viel Spaß mit dem. Ja, Moment mal, wollt ihr Thomas Rapp nicht erwähnen? Thomas Rapp steht, falls das jemand interessiert, bei 4.100 Abonnenten. Hat letzte Woche den besten Vlog der Welt rausgebracht. Und da redet man Galaxy Erding. Und da redet man über Pol mit seinen 40.000 Abos. Ja, nichtsdestotrotz, wir sind in ein paar Minuten auf der Frankfurter Dippemess 2018, freuen uns darauf. Hoffentlich hält das Wetter halbwegs, weil wie gesagt, gestern war halt ein mega Scheißtag. Obwohl es Vormittag, wo die Backstage-Tour war, muss man erwähnen, gestern gab es um 1 Backstage-Tour, wo die beiden nicht dabei waren, weil sie ausschlafen wollten. Ja, hoffen wir, dass es vielleicht besser wird. Du laberst. Das ist ein komplettes Off-Ride-On-Ride, was du mir hier gerade
Ich hab mal 20 Sekunden was gesagt. Ne? Ein paar Leutchen sind dabei, die stellen wir aber dann vor, wenn wir auf dem Platz sind, dann sind sie nämlich live vorhanden und dann kann man auch gleich zeigen, hier, guck mal, das ist der und dann der. Ist das hier fürs Abo-Pack auch ein bisschen verständlicher, als wenn wir jetzt schon wieder theoretisch über besprechen, den eh niemand kennt oder die niemand kennt. Ja. So, bis gleich auf dem Festplatz. Viel Spaß. Bis gleich. Tschüss. Rülps nochmal. Tschüss. Auf die Ossis ist Verlass. Na, du Dumpfbacke? Auch abgenervt von dem Käse, der in der Glotze läuft? Dann habe ich für dich die Lösung. Und zwar, hey... Hey, Aaron! Hey, Aaron! So, die Spaßgruppe von gestern ist wieder beisammen, obwohl das ja noch gar nicht thematisiert war, weil wir sind... Beschäftigt. Und Peter sind? Ja. Wir müssen den großen NRW-Star erstmal herlotsen. Der irgendwo am Ostbahnhof gerade feststeckt. Und jetzt kommen wir an deinen... ich verrate noch nicht. Leck mich am Arsch, geh mir nicht auf den Nerv mit diesem blöden Hip-Hop-Play. Ich fahr den auf gar keinen Fall. Egal, was ich danach für eine scheiß Strafe kriege. Okay, warte. Wenn nicht fährst, dann haben wir das schon mal abgeregelt. Warte. Da musst du leider dieses Schildchen ummachen. Den heutigen Tag. Das Schildchen war überhaupt nicht für mich gedacht. Ach so, unspektakulär wird das jetzt schon vollzogen. Naja, weil ich gesagt habe, ich fahre. Das kannst du auch noch mal ändern. Also, du musst das mal ein bisschen, weißt du, wir sind ja nicht irgendwie hier ja, im Mülltonnen-TV. Okay, im Mülltonnen-TV. Hey, Junkie. Hey, Hu, Vergnügi. Also, Situation. Ja. Wir haben grauenhaftes Wetter. Eigentlich hat sich die Wetterlage nochmal gesteigert nach gestern. Wir hatten ja gestern schon richtige Scheiße. Soll aber eigentlich gerade jetzt gar nicht regnen. Festplatz ist leer, besuchertechnisch. Ja. Hast du eine Meinung zu der Lage? Ja, ich werde das Film abbrechen jetzt. Was? Ich werde das Filmen jetzt abbrechen. Ja, wir filmen ja auch nicht. Also wenn es wieder aufgehört hat zu regnen. Was machen wir jetzt? Ja, wir haaren aus, wir stehen immer irgendwo an Fahrgeschäften oder ja. Dächern. Hast du erwähnt, es wird wieder auf Dings warten, auf Charlie? Charlie, die NRW-Prominenz, steht irgendwo. Dazu kommt nämlich, dass in Frankfurt auch noch alle öffentlichen Verkehrsmittel streiken. Das heißt, es wird keine U-Bahn, keine S-Bahn. Charlie, wenn du das siehst, beeil dich bitte. Ja. Lauf um dein Leben, lauf! Lauf! Das ist übrigens der Vater vom berühmten Volksfest Kirmes Kanal Aaron. Hey Aaron! Hey Aaron! Hey Aaron! Ich will gar nichts mehr. Volksfest und Kirmeswelt macht sich in die Hosen. Das weiß doch eh jeder, der meinen Kanal kennt. Leander Rocket 140. Habe ich dich schon mal gefragt, warum heißt du Rocket 140? Was ist der Hintergrund? Man muss das immer mal verstehen, was das für ein Name ist. Also, der Hintergrund ist bei Rocket, dass ich das Karussell von Götzke Rocket damals geliebt habe. Aber nie gefahren bist. Ja, und weil das immer der Fluch war. Das war der Fluch. Ich war dreimal auf dem Oktoberfest und dreimal stand ich davor und immer wieder technischer Defekt. Oh. Ja. Oh. Und das wird sich keiner. Gut, verstehe. Ja, da ist unser Schramm. Jetzt auch die Platinen habe ich jetzt in China bestellt, kommen auch in die Kugel rein, in die Lampe. Das ist eine Platine, da kannst du Namen, da kann ich die ganze Kugel, komplett alle Farben, was weiß ich, alles mögliche. Guck mal hier. Habe jetzt gerade gestern den Prototyp. Hier oben sind noch Laser, wo noch gehen, aber die Laser waren uninteressant. Ordentlich. Guck hier. Ganz geile Sachen kann man da machen. Filme laufen lassen. Videotauglich.
So, aufgrund der Wetterverhältnisse verdrücken wir uns mal ins Bierzelt. Aber wir dürfen da nicht rein. Warum dürfen wir da nicht rein? Achso, wir dürfen rein, aber Küche ist zu. Aber wir hätten ja eh nur hier was geholt. Ja. Nein, komm, dann lass uns. Dann lass uns eine Vorspeise im Rewe nehmen. Ja, soll das jetzt, werdet ihr auch gefilmt beim Essen oder was? Frankfurter Bockwurst on Ride. It's not a dream, it's reality. Die Essenstester. Stimmt. So singen, kann schon ausgehen. Bier, Mama Mia, dann bin ich K.O. Wenn ich jetzt ein Bier trinke, jetzt bin ich besoffen. Er ist der Ostermensch. Für dich. Für dich so. Mich ist arbeiten. Der Kirmeshunter, a.k.a. Kirmeshobbit, a.k.a. Zombiepflanze, a.k.a. Right to You Hater, a.k.a. Charlie dazu. Ich bin kurz vorm Heulen, ey. Ich sag's euch. Also ich war erschrocken, wo auf einmal vor mir stand. Hi! Ich denk mir so, der Kirmeshunter, der Right to You Hater hier. Also am Anfang war er ein bisschen komisch, weil er auch total ruhig war, aber mit einer Weile, er war halt relativ nett. Ja, also man konnte es mit ihm aushalten. War jetzt nicht so schlimm, wie immer alle sagen, aber man hat es ausgehalten. Markus sagt, ich bin zu kindisch und rede auf einer Kirmes nur von Kirmes. Ja, sagt er, der immer nur. Wofür geht man denn auf eine Kirmes? Leute, wenn die immer Probleme mit dem Charlie haben, die haben den Schuss nicht gehört. Und jetzt kommt so ein Kirmes Markus dahergelaufen und will sich den wegnehmen, ne? Ja, du weißt doch, wo. Ja. Aber das ist dein Potenzial, dass du so polarisierst. Das ist gut. Ja, irgendwann, weißt du, wird es dann wird's die Army geben, nee. Und es wird die Anti-Army. Erstmal wird Ryan noch fertig gemacht. Der ist doch schon fertig. Nee. Aber ich sitze abends immer in meinem Bett und dann rekommandiere ich einfach eine halbe Stunde vor mich hin. Ne? Ja. Mach Traummann für jede Frau. Und dann kommt mein Vater immer rein, ne? Was macht ihr denn für eine Scheiße? Ich höre immer nur Kirmes. Was geht mir auf den Sack? Immer nur Geld. Kirmes. Ich komm hier rein und jedes Mal Kirmes. Ich muss auch rekommandieren. Würdest du einfach nur mal wichsen? Ja, viel vernünftiger junger Mann. Aber nein. Das wird bestimmt beim Rekommandieren mit eingebaut. So, da wir ja noch gar nichts gemacht haben auf diesem Festplatz und jetzt schon gefühlt zwei Stunden da sind, fangen wir mal mit so. Scheiß auf Regen, fang an, Domino. Ja, wir laufen einmal durchs Domino. Well, everybody's heard about the bird. Bird. Bird's a winner, well, a bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird. Well, a bird is a winner. Meine Oster! Ja, ich glaube mal. Ja, Größe zu tun. Ah! Well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird. Well, a bird is a winner. Ey, das ist hier, ich gehöre auch schon kein bekloppten Rock, ja, ich weiß. Das ist ein Wort zu und nicht nur bekloppten Rocks. Well, everybody's heard about the bird. Es zieht zwar immer dieses Video unnötig ja. in die Länge, aber das kann ich hier machen. Geil, sehr gut. Gut, ja. Wenn ich du wäre, habe ich jetzt gewonnen. Danke.
Du hältst doch bei Aaron mehr drauf, ne? Ich brauch. Nee. Du wirst bei Aaron mehr draufhalten, ne? Ich würde gerne mal die Geisterstadt einmal überhaupt erleben. Ich kenne die überhaupt nicht. Machst du nicht, ist keiner da drin. Lange bin ich als Einziger nicht mitgefahren. Ich fand die ja überhaupt nicht gruselig, ne? Nein, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Uwe! Eine so geile Bahn. Hab ich doch gesagt, ich hab mich nicht mehr angelassen. Das ist die Beste. Obwohl ich die kannte jetzt von den Videos. Ja. Ja. Das, live ist das richtig und geil. Und ohne Live-Erschrecker. Ja. Du hast keinen Live-Erschrecker gehabt? Nee, nee. Warum war ich hier? Bei uns war jemand. Ja, der hat's. Am Schluss, der Koch kam halt rein. Ach so, kam halt rein, ja. Eine neue spektakuläre kleine Eigenheit. Das ist neu hier. Und haben sie sich von der Nietzsche Tanz der Vampire geholt, die immer in Berlin bei uns stand. Und was soll das jetzt darstellen so richtig? Also da kommt der gleich als Animatronic raus, so eine Leiche, und erzählt ein bisschen was. Und, ist doch schön, ist doch nett. Das ist schön. Hey, du alte Eule, du Fledermaus, komm raus. Es ist soweit. Zeit, den Leuten das Fürchten zu lehren. Mich aus meinem Tiefschlaf zu holen. Und es ist sogar der Originaltext und auch noch die Originalstimme. Beim Nietzsche hat es mir nie gefallen, aber ich finde jetzt hier bei der Geisterstadt auf einmal finde ich es richtig cool. Ja, absolut. So, und jetzt ist die Geschichte. Wir haben hier Hey Aaron. Hey Aaron! Und dieser wird heute, es ist, glaube ich, mit Abstand der ängstlichste Geisterbahnfahrer, den es gibt. Ja. Und Horror-Maces und sowas, das gehört alles nicht zu deinen Leidenschaften. Und Junkie hat es heute geschafft, ihn zu zwingen, aus welchem Grund auch immer. Hat er einen Starship dafür bekommen? Oder nö, was er hat, irgendwie hat er mich geschafft zu erzwingen. Läuft das unter Wenn ich du wäre? Oder nein. Was ist das? Nee, einfach nur so. Okay. Irgendwie hatten wir damals mal was. Jedenfalls Aaron wird heute die beste Geisterbahn und gleichzeitig vielleicht auch die gruseligste besteigen. Ey, aber ich kann das bin da in Krange schon gefahren, aber das ist doch. Ey, ich kann das nicht, ich sterbe da drin. Ich das Wir sind alle ausgekommen. Das sind zwei Minuten. Wenn ihr ihn festhaltet, dass er nicht reinkommt, nicht erschreckt, dann ist es möglich. Wir sind bisher alle ausgekommen. Ja, ich hab, das habe ich ihn eben gefragt. Ich habe ihn eben gefragt, er hat gesagt, bisher hat er alle wieder rausgelassen. Die kleinsten Kinder kommen da auch raus. Ja, also, aber noch nicht mal. Die wissen ja nicht, was einen erwartet. Oh, ihr halt die Kamera jetzt weg. Wie war's? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hattet ihr einen Live-Erschrecker? Ja. Den Koch. Ich hab sich als Hurensohn beleidigt. Echt? Hat er gerufen? Nein. Hab ich nicht. Oh. Okay. Ey, das ist nicht gespielt gerade. Oh, ich hasse Geisterbahn. Ich hasse Geisterbahn. Also es ist mit Abstand die beste Geisterbahn. Ja, du musst auf jeden Fall mal in den Tennis Ja. So, der Vergnügungs-Opi hat euch jetzt... Ich hab jetzt mal eine Frage, ja? Ich hab jetzt mal eine Frage, ne? Darf gar nicht gefilmt werden, oder? Ich würde gerne eine Szene filmen, wenn ihr zum Beispiel im Wagen kommt, wie die Figur so hinspringt und so. Ja, ich habe auch gesagt, sind flott, wir wollen, aber es wird nicht durchgefilmt. Nein, lass die Kamera weg. Okay. So, wir gehen einmal durch die Geisterstadt Fälle. Ja. Ich freue mich. Ein Rundgang organisiert, die Gruppenfreude super, ist groß. Wir dürfen natürlich jetzt nicht durchgehend hier filmen, wenn wir durchlaufen. Ja, das ist ja klar, das wird schon. Jetzt muss ich einblenden. Wer macht's Video? Niemand. Niemand. Kein Video? Okay. Ich muss kurz sein, das ist okay, aber nicht durchgehen. Ja. Und das da oben ist für die zwei neuen Figuren vorne. Für den Dracula und den Sarg die Steuerung. Da unten ist dann nochmal für Wohnwagen, Mannschaftswagen, Kompressor. Da geht die Schienenversorgung, geht dahin, hier der Hauptkabel. Für den Schienenstrom, das ist der Hauptkabel, der Anschlusskabel. Und dadurch bremsen wir halt rein mechanisch. Das heißt, auch hier wieder bergab brauchen wir keine Kette. Die wurden jetzt auch wieder alle in die ganzen Stangen und die ganzen Bänder wurden alle lackiert. Aber so nach und nach wurden immer
Stückchen verzinken, dann ist das so silber, dann geht der Boden auf. Ja, den habe ich eben auch gar nicht wahrgenommen, den Monitor, ne? Nee. Nee, ne? Da war bei uns aber auch nichts eingeblendet. Ach so. Daran hing das. So. Das war sehr, sehr schön. Ja, super. Ja. Alles klar. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ich schrei gleich mit! Nein. Ich kenne den nicht! Ich bin noch nicht! Nein! Bitte auf! Hör auf! Ich hau auf meine Fußkopf! Ja! Ja! Scheiße! Oh, die macht Bock! Und... Yo! Digga! Wie geil! Und... Wow! Schwarzkopf-Qualität vom Schwein! Muss man einfach sagen! Das ist doch der Hammer, ey! Und... Yo! Oh, Airtime, wer ist gerade Airtime? Und... Oh, ein richtiger Tarnmoment gerade. Und, ey! Die Bremse war sehr warm. Ging, ne? Die war beim Olympia-Looping ein bisschen härter. Ja. Aber er hat schönere Flügel. Ja, auf jeden Fall. Olympia-Looping ist gut. Wie geht's den Kindern da hinten? Kinder, wie geht's euch? Eine Scheiße. Ach, kalt, das ist mir so kalt, wo die Jacke, ne? So muss das sein. Heide Witzka, das war geil. Ah, schön. Hamme gut überstanden. Ich bin motiviert. Das ist doch richtig geil. Besser als Olympia-Looping. Wirklich. Oh, wow, wow, wow. Fandst du nicht ein bisschen behäbig? Nee? Ja, die war echt top. Ich meine, am Anfang hatte sie so zwei, drei Unebenheiten, sind aber am Ende butterweich. Jetzt müsste mal sein Vater belabern, dass sie noch länger bleiben. Ja. Hallo! Also jetzt ist mal der Firmenfahrer da, ne? Das ist jetzt mein Vlog, ich habe jetzt übernommen, ja? So. Das machst du gleich mal nach der Fahrt. Okay. Also, die Kleinen haben mich überredet, ich fahre jetzt einmal mit. Echt? Ja. Da Deutsche übrigens Bannemann nur leider Schiss hat und sie nicht traut. Keine Reko. Schade. Ja. Schade. Na guck mal, da hinten wird es wieder hell. Ja. Da ist aber nicht die Christina Schneider am Start. Das ist eine schöne Aussicht hier über Frankfurt City, meine Damen und Herren. Ne? Ah, die Christina, die würde ich ja gerne mal picken, ne? Das hier. Okay, hier oben ist doch ein bisschen nässer oder nasser. Ich setze mal mein Kapitelchen auf hier. Ich weiß, das ist... Ich finde die Frau genial. Du bist ja sogar als Christina Schneider unterwegs gewesen früher auf YouTube. Ich weiß. Ja. Und viele Leute lenken immer noch, das ist die echte. Ja. Wir legen los. Ja, die Maschine. Ey. Aber leider habe ich die E-Mail-Adresse von dem Account vergessen. Und leider kann ich den nicht wiederbeleben. Ja. Guck mal, wie hoch es noch wird. Oh ich bin noch nicht auf 40 Meter gerade. Ich realisiere das jetzt erst, ne? Ich realisiere das jetzt erst. Übrigens, das ist der Saisonstart. Wann geht's denn in Mainz? Ja, das ist die Saisonstart-Tour. Fuck off, ist mir doch egal. Ich hab so Höhenangst. Und dann hocke ich mich immer wieder in diese Dinger. Ja, ich hab. Guck mal, wie hoch das ist. Jawohl! 80 Meter hoch über Frankfurt. Ja, ne? Es geht ein kleines Stück vorher nach oben. Ja, ja. Nein, oh nee, du Pisser! Nochmal. Ist schön, ist schön, keine Frage. Aber. Da sieht man ja schon, wie groß die Stadt ist, ne? Da vorne ist geiler, das ist krass. Ja. Finde ich krass. Jetzt bin ich glaube ich runter, ja? Ja, jetzt parkt er noch auf die richtige Position. Ich geh runter. Och nee! Also so schön ist es hier oben nicht, dass wir noch drei Runden hier machen. Ein bisschen leise ist der Typ, ne? Ja.
Na, beim Hangover hast du ja oben hier den Lautsprecher angehabt. Da tut Christina Schneider dir die Ohren oben zu. Oh, der Schild hakelt, der reißt. Die ist doch viel zu alt für dich. Na, ich mag die Frau. Die ist mir sympathisch. Mir ist das Alter egal. Die ist mir so klein. Oh mein Gott. Ich feier jetzt gleich, ne? Oh, das zieht schon. Ah, ne. Okay, jetzt fährt er hoch. 1, 2, 1. Das war schon mal. Alter, ich hab voll mein Gesicht verzogen. Schnell raus hier aus dem Klopfen. Nee, ich hab verzogen. Herrlich. Das ist doch die gute Situation. Alter Falter. Tschüss. Und wegsitzen. Und das war der Vlog. Nein, war nicht. Geht noch weiter. Mikrofon ist sehr schlecht. Ich hab billig Sachen. Solange Charlie da ist, wird hier keine Ruhe einkehren. Oh. Mein Vlog, kann ich gerne Hallo sagen. Sehr gut. Hallo. Lauter. Ja, Juni. Hallo. Ich hab billig Equipment, ja. Hallo. Ja, das ist Hallo. Das ist Park gut. Hunter stinkt. Wieso im Altenheim, weißt du? Hallo. Spannemann Junior. Du hast dich doch den ganzen Tag gefragt, was dein Wenn ich du wäre, wäre. Ja. Wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre, Spanni. Dann gehst du jetzt mal in so eine Wasserkugel rein und rollst mal allein. Boah, 10 Minuten da drin rum. Doch, mach das. Mach das. Alleine? Hä? Alleine? Ja, aber ich hatte auch Bock. Er macht es. Merkst du, wie rot ich bin? Du bist ziemlich rot. Aber es war am Ende drin. Echt, ja? Wahrscheinlich, weil ich so viel Euphorie ausgab. Ich muss mich hinsetzen irgendwo. Hier, da ist die Bank. Nee, ich muss gerade echt. Sonst bin ich gleich tot. So, ein richtig feuchter, ekliger Kirmestag geht zu Ende.
Wir brechen hier an dieser Stelle ab. Ja. Es war ein scheiß Saisonstart. Es waren gute Plätze, aber das Wetter war scheiße. Und wir haben uns bemüht. Ja. Es war viel Legendäres dabei heute, aber insgesamt. Es hätte so schön werden können. Bei mir werden jedenfalls keine Pressionsvideos kommen. Das ging bei dem Wetter einfach nicht. Ich fühle mich eingepisst. Ja, wir haben das Beste draus gemacht. Ja. Aber es war schön, dass der Charlie da war. Ja. Ja. Charlie sagt tschüss. Nee, noch nicht zu Ende. Ja? Soll noch weitergehen. Nee, wir brechen hier ab. Block das ist, geht nicht mehr. Gibt's denn noch einen nächsten Teil? Nee. War das jetzt der letzte Teil? Ja. Also Teil 1 es und gibt Teil gar keinen Teil. Das ist der einzige Vlog hier. Auch Mainz und so. Hä? Auch Mainz. Mainz gibt's nicht. Wir haben gestern noch keine Power gehabt, irgendwas zu vloggen. Okay, also dann würde ich sagen, tschüss, ne? Jo. Das war schön. Danke für deinen Besuch. Das war großartig. Ja. Und insgesamt ist es ja denkwürdig heute gewesen. Aber wir hatten echt mega Highlights gehabt. Und es hat trotzdem gerade mit Hellerhoff und war echt eine gute Idee. Vielen Dank nochmal für die Backstage-Tour. Sehr gute Tag. Ja. Das Wetter war ein sehr guter Tag. Das war ein schöner Tag. Alpina Bahn, Sky voll, der Breakdance, Geisterstadt, sehr schön. Der Festplatz ist leer. Er war die voller. Und abonniert mich bitte alle. Ja. Ich muss noch und dann den Park Hunter überholen. Kirmes Hunter abonnieren. Philipp Spannemann. Ja. Ganz wichtig abonnieren. Und Kirmes Junkie. Kirmes Junkie. Auch abonnieren. Muss. Und Volksfest und Kirmeswelt. Und Volksfest und Kirmeswelt und Rocket 140. Alle abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und bei mir immer schön treu weiter Videos und schauen. Und Bro, die abonnieren. Und Bro, wie immer, die abonnieren. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal an einem anderen Platz, hoffentlich besseren Wetter. Haut da rein. Tschüss. Tschüss.